Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalPR100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Tales of Xillia. Anfänglicher Unmut, beziehungsweise Unmut, der sich im letzten Part, ihr werdet es gemerkt haben, breit gemacht hat, den habe ich relativ schnell im Keim erstickt, denn ich bin sofort zur Tat geschritten und habe das Ganze auch noch relativ effizient erledigen können, da ich einen schönen Punkt gefunden habe, an dem man grinden kann. Ihr erinnert euch, wir waren diesem Gegner, der da gleich auf uns wartet, absolut nicht gewachsen. Vielleicht, wenn ich hier alle Register gezogen hätte in den Fähigkeiten und in den Regeln und Möglichkeiten, die mir das Kampfsystem liefert, hätte ich das vielleicht schaffen können. Aber seien wir uns doch mal ehrlich, puh. Ne? Da bin ich direkt ein bisschen aggressiv geworden. Ich habe aber etwas getan, ich zeige euch das mal eben. Bazinga, ihr seht's, alle sind Level 40, beziehungsweise an die Level 40 und ein paar zerquetschte hier. In dem Fall Alvin ist logischerweise nicht dabei, der hat sich ja verabschiedet. Aber auch den habe ich ja mit hochgezogen. Ich bin quasi, habe ein Safe-Game geladen, der vorher war. Gott sei Dank gibt es ja die Schnellspeicherfunktion in diesem Spiel. Und der war, ja, bevor, kurz, also als wir den letzten Part angefangen haben sozusagen, da war mein letzter Schnellspeicherpunkt. Bin wieder raus, hab gegrindet, hab die alle hochgelevelt. Dabei ist was relativ Interessantes passiert. Und zwar ab einem gewissen Punkt. Seht ihr das hier? Die Liliumkugel hat sich wieder zugezogen. Nee, Quatsch! Wir haben jetzt zwei Liliumkugeln. Zusätzlich zu der hier, die wir jetzt schon gefüllt haben, macht es plötzlich BUM! Eine zweite Liliumkugel ist aufgetaucht. Und da habe ich jetzt mit allen so ein bisschen weitergelevelt. Ihr seht, da geht es schon ordentlich zur Sache hier. Ja. Bing. Und so sieht das hier alles wunderschön aus, ne? So habe ich jeden hochgezogen. Ging wirklich, wie gesagt, relativ schnell. Ich freue mich sehr. Wir machen auch ordentlich Schaden. Zusätzlich dazu habe ich natürlich ein bisschen Geld verdient. Bin zum Händler gegangen, habe manche mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen ausgestattet. Also da ordentlich geboostet und geboostet und geboostet. Und ja, ich hoffe mal, diese fast 15 Level Unterschied werden hier jetzt ausreichen, um den Unterschied auszumachen, ne? Okay, sonst haben wir eigentlich gar nichts. Ich würde sagen, diese Zwischensequenz, die jetzt nochmal kommt, die schauen wir uns jetzt einfach for the heck of it nochmal an. Und dann geht's los in den Kampf. Tatü, tata, Zwischensequenz. Hui! Nobody leaves me behind at a party. Pressa, was it? If you've been Gaius's henchwoman all along, then you've been after us ever since we escaped Fenmont. Al sold you out to his highness way back in Neokara. He was on your side the whole time. Hardly. That man's no ally. Huh? I'll leave our relationship to your imagination. All I'll say is this. Al drifts from one group to the next like a ship without a compass. Trying to plot his course is impossible. Serves you right for trusting him. It's obvious that the Lance of Kresnik is the greatest threat if war breaks out. Surely Maxwell realizes this. Your territorial squabbles are of no interest to me. My only concern is keeping that thing out of human hands and preventing a miserable end for us all. So high and mighty, it's time someone broke your arrogance. Diesmal bin ich mir sicher, dass ich vielleicht deine brechen kann. Enough. Ich will nicht die Klappe zu weit aufreißen. Has your youth gotten the better of you? Don't lecture me on age, Ilbert. Your ways are old. Therefore, you falter. And then you flee. Verwandelt also wieder zum Super Saiyajin. Geplimp. Er braucht quasi so viel Power dafür, dass er sofort graue Haare hat. What just happened? A sudden burst of mana. He has a booster. Why? Who are you? Ilias, Saibon Punyukiaida, Tiaute Sevon Priyande. What? Is that Long Dao? So un Susu Maxwell. Wesun Kitiodo. Okay. So, wir bleiben bei unserer Taktik, die ich beim letzten Versuch schon versucht hatte. Und zwar wird zuerst die junge Dame dran glauben müssen. Und ja, Maganza! Und ich hoffe mal, ihr hakelt jetzt ein bisschen Schaden für die Kollegen. Die haben mir auf jeden Fall Mühe gegeben, das Ganze. Oh! Die haben irgend so ein Buch nimmt und mich damit umhaut. Yes. Seht ihr, wie das hier fluppt?
Und schon ist die junge Frau tot hier gleich. Bam! Okay, Beine wegziehen ist nicht so drin bei ihr, aber was soll man machen? Ja, seht ihr, da kommt schon überhaupt nicht mehr so viel Schaden rein wie beim letzten Mal. Das ist echt richtig wundervoll. Komm schon, Mann, kaputt! Dumme Frau. Nichts gegen Frauen. Frauen sind alle toll. Also nicht alle viele, ne? Und jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen anschauen. Bam! Und so schnell geht's, liebe Leute. Has mana dramatically increased. There can be only one reason, a booster. Was für ein krasser Unterschied das jetzt war. Diese 15 Level. Heftiger Shit. Und der Typ hat sich verwandelt, wie sie gerade gesagt haben, wahrscheinlich mit einem Verstärker. Heißt das, wir können auch einen Verstärker benutzen und dann so ein übelst krasser, weißhaariger Dude werden? Wir werden sehen, weiter geht's. Wir haben das heilige Symbol und das Ritterwappen gekriegt. Bazinga. So. Und jetzt rechtfertigt euch, ihr Nudeln. Ihr seid schwach. Tja, hätte ich nicht gedacht. Still wanna play, do you? Wait! Don't try to stop me. No, look! I suppose our time is up. Running away again, Ilbert? It's because you ran last time that King Noctigal ended up the way he did. Huh? Okay, da war mal irgendwas und Rowan ist gelaufen und dadurch hat King Noctigal, okay, wie Elvin einfach nur mit verschränkten Armen dastand, habt ihr das gesehen? Wie krass ist das denn? Okay, liebe Leute, ich bin relativ begeistert. Da hat sich ja diese ich glaube, eine Stunde richtige Arbeitszeit, so kam es mir zumindest vor, hat sich ja mal richtig fett gelohnt. Halleluja. Ich weiß ja jetzt, was ich in Zukunft machen werde. Okay, wir haben nicht mal einen Dingsbums gebraucht. Guck dir das an. Ich bin voll mit den wichtigsten Sachen ausgerüstet gewesen. Nicht mal das haben wir gebraucht. Okay, zack und zack. Jetzt heilen wir uns einfach erstmal ein bisschen. Bumm. Und bumm, 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 zack. Okay, liebe Leute, das war ja mal richtig geil jetzt. Ich muss sagen, ich bin schwer von den Socken. Ritterwappen, das ist das, was wir gerade gekriegt haben. So toll ist es ja gar nicht. Heiliges Symbol. Stellt regelmäßigen Abstand 3 KP wieder. Ein heiliges Wappen, das während des Kampfes Wunden heilt. Das ist gar nicht schlecht. Das sollten wir uns vielleicht merken. Okay, aber wie ihr seht, ich habe ja andere Ausrüstungsgegenstände. Zum Beispiel den Gothic-Helm. Oder Gothic-Helm. Der hat ordentlich geboostet und auch die neue Flutenfaust ist ganz schön stark, genauso wie die Runenklinge, die ihr gerade in der Zwischensequenz sogar sehen konntet. Alles super schön, liebe Leute. Ich bin massiv erleichtert, dass das hier so geklappt hat. Was müssen wir eigentlich machen? Begib dich nach Xiandu. Okay, zuerst haben wir ein Gespräch. Is it true Hamil was attacked? I'm surprised that you would care. The people of that village treated you horribly. It's true that we were bullied a lot. But there was a man who gave us fruit. And a woman who put a blanket over me so I wouldn't get cold. They didn't deserve to have horrible things happen to them. I see. And having a great spirit running wild would be so scary. It was the Rashagal army that attacked, right? Why would they do that? I don't know. It seems we'll have to head to Rashagal to find out. And more importantly, to ensure the tragedy of Hamil is not repeated. Yes. Okay. Gut, also, liebe Leute, wir machen jetzt hier mal aus Spaß so einen Kampf gegen solche Slash-Acts hier. Ich will mal sehen, wie ich gegen diese Random-Gegner hier ankomme. Ah, ich fühle mich so stark, so unglaublich stark. Oh mein Gott, yes. Boah, habt ihr das gesehen? Das war so ein Serienangriff. Richtig krasser Hund. Wenn wir die einfach kaputt schlagen, guck dir das an hier. Zack, zack, zack. Und da geht noch einer durch und es hört gar nicht mehr auf mit Effektenschießerei. Okay, aber groß gegen die, das war jetzt nur, weil sie eh fast ihr Level hat. Groß gegen die random Gegner kämpfen brauchen wir hier jetzt trotzdem nicht mehr. Natürlich werden wir es jetzt wieder ein bisschen öfter machen, weil dann kommen wir gar nicht wieder ins Hintertreffen. Aber ich glaube, ich habe mit dem 15 Level ordentlich vorgelegt. Wir werden jetzt Elise gleich trotzdem mal aufleveln, damit sie wieder auf dem Dampfer ist. Und dann tauschen wir sie aus. Bumm, jawoll. Mit Leia. Denn die will ich lieber im Team haben. Elise habe ich gerade mit Absicht vor der Aufnahme ins Team gesteckt, weil ich dachte, gut, dann kann die vielleicht automatisch im Hintergrund stehen, ein bisschen heilen. Wir haben ein neues Gespräch. Die Chimeriade.
So Zhao is one of King Gaius's henchmen. One of four. They're called the Chimeriad, because each member embodies a different weapon of the Chimera. Wings, horn, stinger, and fangs. I've heard rumors about them. Like what? It isn't public knowledge, but 2 years ago, hostilities broke out on Shrade Island. Rashagal sent 120 elite soldiers, but the rumors say they were wiped out by four enemy agents. Four people defeated 120 soldiers? Whoa. Sounds like we shouldn't wake the beast. Huh? Ja, die vier, denen sind wir anscheinend gerade noch mal entkommen, wenn die 120 Soldaten ausgelöscht haben. Zumindest der König. Ich glaube, das ist der absolute Obermacker. Ich glaube, das wird auch unser Endboss werden. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber wisst ihr was? Warum porte ich mich nicht einfach nach Xian, du? Sonst müssen wir noch ewig laufen. Eingang, Zugang zum Mondhochland, genau. Zack. Ich glaube, der Typ ist der Endboss. Ich glaube, mit dem werden wir noch einige Probleme kriegen. Der lässt uns nicht so einfach davon kommen. Der wirkte auch sowieso, als wir den das erste Mal, wann waren das? Vor 30 Parts, in irgendeinem Ding gesehen haben in der Zwischensequenz, da wusste ich schon, dass der der Master ist. Und wie gesagt, ich habe es ja schon mal erklärt, in solchen JRPG-Spielen, gerade heutzutage in den Tales of von Final Fantasy-Spielen, immer der Typ, der ein bisschen wie eine Frau aussieht, aber lange Haare hat und eine sautiefe Stimme. Das ist der Master of Disaster. Genauso war es in Tales of Vesperia damals auch, auch wenn da die Verstrickung relativ schön war. Also da hat man erst gar nicht gedacht, dass er am Schluss der Böse ist. Das kam dann relativ überraschend. Und, oh, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht mehr spoilern. Aber der war auch so. Ganz lange Haare, sah aus wie eine Frau, so irgendwie ganz komisch, aber monströs tiefe Stimme und am Schluss halt völlig ausgerastet und alles vernichtet. So, so schön war das. So, wir sind in Xiandu, mal schauen, was passiert. Careful. Word of our altercation in the capital may have preceded us. Jürgen? Mach keinen Quatsch. How is your audience with the king? I'm sorry, we'll have to talk later. Can we depart right away? Well, I guess that's possible. You in some kind of hurry? Yeah! The king's men are hot on her! No need to rush off. Dich nehmen wir noch mit oder was? Ganz vergessen. Alvin? They're on a wild goose chase in the mountains right about now. You threw them off our scent? Is this some kind of peace offering? What? It's only natural I helped you. We're friends, aren't we? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. I know you've put your trust in me before. Die Loyalität ist sehr brüchig. Would it kill you to give me another shot? I guess not. Attaboy. Welcome back. I'm glad that you're safe. Thanks. You almost sound sincere. If nothing else, erwartet doch nichts anderes von uns anscheinend. Has bought us some time. I'd ask what's going on, but I don't think I want to know. You people sure have a lot of drama in your lives. I'll be in front of the Wyverns. Come see me when you're ready to fly. Na, dann gehen wir zu den Wyverns. Wir werden jetzt erstmal zum Objektladen noch, falls ich kann, wieder neue Objekte einkaufen. Und dann geht's los. Dann fliegen wir. It's finally time. We'll saddle up as soon as we're ready. Right. Also ich weiß echt nicht, das ist so ein moralisch, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist echt schwer, mit das Ding mit Alvin irgendwie auf den geraden Nenner zu bringen. Wir haben ein Gespräch. I am beat. Come on, let's get a room for the night. Ja, okay. Aber zuerst kaufen wir, tut mir leid, zuerst kaufen wir natürlich, Objects. Meine Katze sitzt natürlich draußen und will jetzt wieder rein, nachdem sie gerade Terz gemacht hat vor der Aufnahme. Krass, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe sogar die Aufnahme abgebrochen und nochmal neu gestartet. Gespräch. Are you okay? You look pale. I'm fine. I just keep thinking about Hamil. What happened there isn't your fault. You should try forgetting about it. I guess that's easier said than done. Maybe it would help to go see Hamil for ourselves. Stimmt, sie will wieder nach Hamil. Vielleicht sollten wir
irgendwann mal einfach spaßeshalber mit ihr dahin zurückgehen. Katze, wenn du dich jetzt nicht gleich da draußen zusammenreißt, drehe ich dir deinen Hals um. Mach ich. Habe ich schon ein paar Probleme mit, aber ich würde eine Ausnahme für dich machen. Ah, Katzen. So, eingekauft haben wir. Wo war nochmal das? Achso, das war auch auf der Seite. Das Gasthaus. Schlaf mal natürlich mal eine Runde. Oh. Wait, hold up. Still having doubts about me, huh? It looks like you're not the only one. Fine, fine. Remember the first time the three of us went to Niakara, and I went off by myself? The time that I came out of my shrine and Jude was the only one there? That's the one. I was off meeting with Wingle. So you had a secret arrangement with them? To hand Mila over if she became a problem? How could you? Stabbing Mila and Jude in the back like that? Hold it. Yeah, I was working a few different angles back then. But this time I was just using that to our advantage. You know, the only reason we were given permission to use the Wyverns is because I arranged that with them ahead of time. Wait, so when you betrayed us in front of Gaius... Yep. If I hadn't pretended to betray you there, they never would have let us ride the Wyverns. That's why I lied and told them you ran in the opposite direction of Xiandu. I want to believe you, but I can't. Not yet. That reminds me. That Pressa woman we met at Kijara Seafalls, it seemed like you already knew her. What do you want to know? Who is she, really? How can we trust you if you keep hiding information from us? Hey, all right, calm down. No need to get snappy. Do you even know what you're putting us through? I met her when I was working for Rashagal's intelligence service. At the time, she was an Azul secret agent working undercover in Fenmont. And? After that, we became more personally involved. You probably don't want to know the specifics. Okay, I believe you. But I still don't trust you. You're so cute when you're upset. Stop that. I'm still angry at you. All right, all right. Alvin. Can I ask you one last thing? Of course. Tell us why you're helping us. What's in it for you? You're asking that now? Because I love the hell out of you guys, of course. More lies! How could you even think that? I'm hurt. Okay. Gut, also, naja, weißt du. Wir können ihm einfach nicht böse sein. Eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich ja das auch. Vielleicht ist das ja ein bedeutender Teil des Storystrangs, dass er sich irgendwann entscheiden muss. Wem gegenüber er loyal ist? Was ist mit Miller los? You don't look so good. Maybe we should take a few days off. No, we can't afford to do that. Ah, ooh, ow, such agony. I think I just threw out my back again. oh no! My, acute hiccup disorder. It's totally flaring up. That sounds pretty serious. You two need to get some rest. Please! Yes, please. Ow, ow, ow! Very well. I had hoped to get an early start tomorrow, but I guess we can push our departure back a bit. Okay, passiv-aggressiv dazu gezwungen, ein paar Tage Pause zu machen, sehr schön. Katze, was ist los? Hä? Was ist denn schon wieder dein Problem? Akute Langeweile, hä? Does your Aspirixis still hurt? No, not as much as before. Before? Before it was so bad that you passed out from the pain. Without the Aspirixis, I wouldn't be able to stand, let alone walk and fight. To me, there is no greater pain than having something to do and being unable to do it. Thanks to this, I can do what I have to. The pain is a small price to pay. Sehr, sehr tapfer. How's Mila doing? She's pushing herself too hard. Mila's so composed that it's easy to forget sometimes. But the fact is, she's making a difficult journey after suffering a terribly debilitating injury. And taking it easy doesn't seem to be in her vocabulary. If only there were some way to alleviate her pain, even just a little.
Wir könnten sie töten, dann hat sie keine Schmerzen mehr. If only we had a heart herb. Oh, of course. Heart herbs are renowned for their ability to relieve pain. Yeah, I learned about them in my pharmacology class. When used in aromatherapy, they're supposed to ease the tension in both body and mind. They're also rare, bordering on extinction. I wanted to get a heart herb for a special lady once, but I couldn't find one anywhere. I'm sure it won't be easy to find, but I want to try, for Mila's sake. Für wen wohl? Für die Presser vielleicht? Die uns töten wollte? Elvin liebt sehr komische Frauen. So, damit haben wir uns ausgeruht und unser nächstes Ziel ist, fliege auf den Wyvern davon. Und wir sollen natürlich schauen, dass wir so ein Herzkraut für Mila finden, damit ihre Schmerzen aufhören. Wer bist du denn, junge Frau? Sorry, I wasn't able to speak with you earlier. I'm Carla Outway. It's lovely Ach, to Carla meet you. Kolumna wieder. I'm Mila. Rowan, a pleasure to meet you. Carla's a historian and a teacher. That's very admirable of you. Not at all. And how about you? You won the tournament, right? That makes Elise one of the youngest winners ever. Really? Remember what I told you about Master Hemming? He won his first tournament when he was 14. And until Elise showed up, his record was never officially broken. And what about unofficially? An astute question. Unofficially, the youngest person to win the tournament did so at 12, the same age as Elise. He was a young boy who fought his way to the final match alone without even using a Lilium Orb. Are you sure he wasn't a spirit? No, no, of course he wasn't. His name was Erston Outway. Erston Outway? Is he related to you? My brother. This happened 20 years ago. But why wasn't his victory officially recognized? Our father was the chief of the Outway tribe. But we were a small tribe, and the other tribes used their influence to change things the way they saw fit. That's just how it was back then. So you're saying his win was taken away? Yes, it was his opponent's doing. He belonged to a tribe that was very close to the king. 20 years ago. That would place it before the dawn of Azul. Before the current king took the throne, the chiefs of several large tribes ruled alongside his predecessor. Many people were killed back then, but our current king put a stop to that. I see. Anyway, I have an important errand to run. See you all again soon. Ich muss sagen, das hat mich alles herzlich wenig interessiert jetzt. Imagine having a hard-fought victory erased like that. I wonder how Carla's brother felt. I used to be quite a martial artist myself. I defended my position as the army's second strongest fighter throughout my military career. If it were me who was robbed like that, I'd have hunted down my opponent and thrashed him again when no one was looking. Rowan, you play pretty dirty. So what would you do in that situation? Me? I can't even imagine. Stimmt eigentlich, ja. So, Ereignisliste aktualisiert. Ja, wir haben ja hier in der Nähe jetzt auch noch ein paar Nebenaufgaben. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt so lange darauf hingearbeitet, diese Wyvern zu kriegen und damit wegfliegen zu können. Wir fliegen damit jetzt auch weg. Wir können ja dann immer noch wieder zurückkommen. Ist ja alles kein Ding. Wir haben aber auf jeden Fall erstmal noch der vermaledeit. Noch ein Gespräch. Los geht's. Did you introduce this Carla person to Rowan and Mila? Yeah, I did. Well, your acquaintances are my acquaintances. Hook a girl up. Here she goes. Fine, fine. Let's head to Shandu. Sind wir ja sowieso schon. Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt aber sagen, wir folgen weiter unserem Hauptziel, fliegen mit dem Wyvern davon. Er steht ja für uns bereit, hat er gesagt. Wir bummeln jetzt gar nicht weiter rum. Ich muss bloß überlegen, ich glaube, genau. Wir mussten ja da vorne dann hochgehen, ne? Da war der ja. Das war so ein Aufzugding, wenn ich mich nicht irre. Und dann fliegen wir weg. Ich bin gespannt, wo wir hinfliegen, genau. Ob das alles glimpflich vonstatten geht, bin nämlich noch nie auf so einem Vieh geflogen. Und die anderen sicherlich auch nicht. Vor allen Dingen T-Bow kann sich ja nirgendwo festhalten, das arme Vieh. Meine Fresse. Okay, das wird spannend. Los geht's. Are you ready to head for Fenmont? Yes. You can't Wieder nach Hause. Possibly land right in Roshigal's capital. You'll probably have to touch down on a high road nearby or find some other suitable spot. Okay. Dann lass mal starten hier. Oh mein Gott, nicht, dass ich einen Treffer kriege. Bitte lass mich keinen Treffer kriegen. Oh.
difficult. Die sind ganz schön gewalttätig, die Viecher, ha? Help! I think I'm gonna fall! Tebow, shut it! Are we there yet? No, not yet. Holy shit. Aber schön hochwertig produziert. Dafür, dass man sie so selten hat, sind sie echt gut. Die, nennen wir sie mal Cutscenes. Yeah. Würde ich mir als Anime angucken, muss ich sagen. Hallo? Hallo? Ah, wunderschön. Wunderschön. It's amazing. It's so pretty. Ich glaube, eher da oben ist es arschkalt. Jetzt kommt ein Meteorit oder ein Flugzeug stürzt ab oder so. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was ist das denn? Aber schnell. Tut mir leid, wir wollten nicht in dein Territorium einbrechen. Lass uns einfach landen. Oh Gott, Notlandung auf irgendeiner Insel. Wollen wir retten? Oh mein Gott! Shit, shit, shit. Randatumpendatum. Cliffhanger. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Das machen wir erst bei Beyond Two Souls. Da würde es Spaß machen. Hm. Watch out! Alvin, are you okay? No time to chat now, kid. Oh mein Gott, nein, was? Okay, dann kämpfen wir eben dagegen. Ich bin ja mal gespannt. Und Oh Gott. Ist einfach mal voll einen durchwischt und ich bin... Oh, wir sind ja in Dingsbums in Sheridan, ne? Ich würde das Vieh jetzt einfach basteln. Rums. Keine Schnitte, wir sind hoffnungslos overpowered, Master of Asshole. Und bumm. Und einen kriegst du noch, komm. Watzk. Na, jetzt, du müsstest jetzt noch sterben, das wäre doch geil. Botzk. Haben wir das Vieh verprügelt. Oh mein Gott, schade, dass es dann doch kleiner war als in der Zwischensequenz. Should we call you Queen? On second thought, forget it. Oh, das ging jetzt so schön von der Sequenz in diesen Kampf über. Das war einmal richtig actionreich. Ich hoffe, ich kriege auf die Sequenz keinen visuellen Content-Treffer. Ich hasse YouTube. Okay, weiter geht's. Levelaufstieg. Boom. Cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, den Leuten in Sheridan geht's gut. Sind wir gar nicht so weit weg vom Fanmont eigentlich. Und obwohl doch, sind wir nicht auf dem falschen Kontinent noch? Women and children, seek shelter in your homes. Keine Panik, wir haben sie schon kaputt gemacht. Ah, Hallöchen. All able-bodied men, to me. Wir sind's doch. Du bist auch eine ganz schnelle, hä? Ellie, what are you doing here? I'm home. Hello. Young madam. Rowan? Everyone's back? Good to see you again. Nice to meet you. I'm Leia. Hi. I'm sorry to alarm you. I heard all the commotion. I thought Azul was invading. You okay? You took a tough hit when you saved me. Seemed like no big whoop at the time. But now, it's really hitting me. Help us carry him. Genau, lass uns erstmal ausruhen, liebe Leute. Does it look like it'll heal? My lady, I'm just a horse trainer. Which makes you the most qualified to help. Young madam, please forgive me for the heavy burden I placed upon you when I left Sheridan. Isn't that Ilbert, the former chief of staff? He was a tactician for the Rashagal army, you know. Wie sie ihn jetzt plötzlich erkennen, der war doch die ganze Zeit schon hier. That's great. All these rumors of war have everyone on edge lately.
Let's head back to the manor before we cause any more commotion. Genau so machen wir das. Na, das war ja eine unvorhergesehene Landung hier. Halleluja. The horse trainer says the wyverns need some time to recuperate. You all should rest here in the city while you can. That may be for the best. We're on the eve of a great battle after all. Everyone should get as much rest as they can. Huh? What's wrong? You look as if I just spoke Long Dao. Mila's making perfect sense. We have had little rest since our departure from Laurent. And you could use some time to gather your thoughts. As you say. Alles klar. Sehr schön, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Wir haben irgendwelche Titel und Ereignisse, blablabla, laufen ein bisschen herum, während sich die Wyvern erholen. Das ist doch mal eine Questangabe. Dieser epischen Quest werden wir uns im nächsten Part widmen. Ich bin sehr froh, dass das Grinden so gut geklappt hat, dass es so von Erfolg gekrönt war, wie man jetzt auch wieder an diesem kleinen Boss gesehen hat. Und dass es vor allen Dingen jetzt so rasant und so weitergeht. Es freut mich, es ist echt schön. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich den Punkt überschritten, an dem mal richtig was passiert. Ne? Weil jetzt ist König und jetzt ist Exodus und jetzt ist, ach Gott, was jetzt alles ist. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.